Gesundheit, Link. Moinsen und willkommen zurück, Part 55 unseres Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir haben letztes Mal aufgehört hier auf der wunderbaren Trommel von Bongo Bongo, nachdem wir ihm seine kleinen Pfötchen zerkrüppelt haben und dann sein Auge. Ja, und jetzt geht's weiter mit Kader, alles cool? Ach ja. Ja, unser Kader hat gerade das Bömmelchen an seinem neuen Kratzbaum entdeckt und ist jetzt äußerst glücklich. Nochmal Gesundheit, Link. Wir legen jetzt los, bevor der sich hier noch eine dicke Erkältung einfängt und fahren mal fort mit meinem nächsten Lieblings-Dungeon, kann man es ja nicht nennen. Ah, seht ihr gleich, wo wir jetzt dann landen. Wird toll, verspreche ich euch jetzt schon. Oh Gott. Doch nun mal erstmal wieder einen Abstecher hier in die Halle der Weisen und gucken mal. Wer mag wohl der Weise des lustigen Schattentempels gewesen sein? Ich hab so eine Ahnung. Ist es Chic? Oh mein Gott, sie ist es! Ich habe sie auch ganz gerne Spitztitte genannt. Vielleicht erkennt man wieso. Du hast die Kreaturen des Bösen bezwungen und den Fluch vom Schattentempel genommen. Hab Dank dafür, Fuxi. Denn ich bin nicht allein. Prinzessin Zeldas Vertraute... Was? Denn ich bin nicht allein Prinzessin Zeldas Vertraute, ach so, sondern auch jene Weise, die über den Tempel wacht. Alter, hast du Mappen. Brüste bis nach Mappen, Junge. Die Shikars waren seit Generationen die getreuen Diener des Königsgeschlechts von Hyrule. Jedoch, auf den Tag genau, vor 7 Jahren, griff Ganondorf das Schloss an. Nach kurzem Kampf schon ergab sich Hyrules König. Waschlappen. Ganondorf wollte den Schlüssel zum Heiligen Reich, den bestgehüteten Schatz der Königsfamilie, die Ocarina der Zeit. Tja, die habe ich jetzt. Meine Aufgabe war, Prinzessin Zelda zu retten und sie vor dem Zugriff Ganondorfs zu bewahren. Als ich dich damals bei unserem Flucht aus dem Schloss sah, warst du nur ein kleiner Junge. Jetzt ist aus dir ein stolzer Held geworden. So sieht das aus. Und ich habe auch HD-Augen. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Die Prinzessin ist jetzt in Sicherheit. Schon bald wirst du Prinzessin Zelda von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten. Sie wird dir alles erklären. Na, das hoffe ich auch mal. Langsam wird halt mal Zeit hier, ne? Dann, wenn die 6 Weisen den Großmeister des Bösen verbannt haben und wieder Frieden in Hyrule eingekehrt ist. Geh nun. Steh Prinzessin Zelda an meiner Stelle zur Seite und beschütze sie. Meine Kraft soll dich begleiten. Ich lege sie in dieses Amulett. Noch so eine schöne Scheibe. Jetzt fehlt uns nur noch eine einzige. Passt zu meiner Frisur. Blau und Lila haben wir jetzt. Mehr Gefahren brauche ich ja eigentlich nicht, ne? Das Amulett des Schattens. Impa gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Wir müssen jetzt ja eigentlich immer stärker werden. Bitte suche die Prinzessin. Wird gemacht. Wird gemacht. So. Ganz ruhig und langsam. Erfolgreich sind wir zurück am Friedhof von Kakuriko. Jetzt gucken wir gerade einmal in unser Menüchen. Denn wir benötigen das hier. Das lassen wir so. Das alles schön. Jetzt gucken wir doch mal stolz gerade auf unsere gesammelten Dinge hier. Ach, herrlich. Noch ein Lied und ein so ein Teil und dann sind wir auch schon durch. Hä, wir haben noch nicht mal den Stein der Weißen hier, sehe ich gerade. Wir müssen gerade mal einen Abstecher ins Haus der Skultula-Familie da machen. Und uns mal unser Geschenk rausholen. Kann man mal sehen, wie ich überhaupt gar keine Skulptur das eingesammelt habe. Ja, Geisterchen, alles egal. Die ignoren wir mal konsequent. Moin, moin. Süß bist du. Mit deiner kleinen Laterne. Habe ich richtig Angst. Ja, und als nächstes steht für uns die Gerudo-Festung an. Damit wir dann in die Wüste können, um dort fortzufahren. Sehr schön. Und dann sind wir auch schon langsam bald durch. Also... Es ist mein allererstes Let's Play, dann bald beendet. Das ist traurig. Aber bis dahin vergeht noch einige lustige Stunden voller Planlosigkeit. So muss das auch sein. So, jetzt erstmal rein hier in das Haus. Schauen wir mal.
Dass ich erst ein Geschenk gekriegt habe, das ist ja ein bisschen unglaublich. Also, warte mal, mit dir habe ich schon geredet, ne? Du, wir müssen sicher sehen, noch etwas viel Besseres. Hm, ja. Okay, da ist der Nächste, der sich freut. Was bist du denn? Guten Tag. Der Fluch ist von mir genommen. Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Tatsächlich? Die Riesenbörse, welche eine riesige Geldbörse. Jetzt kannst du sogar 500 Rubine tragen. Hätte ich mir mal früher abholen sollen. Oder ist noch einer? Bist auch glücklich? Guten Tag. Der Fluch ist von mir genommen. Ihr habt euch abgesprochen, oder? Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Da 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 da. Der Stein des Wissens in Form des Rumble Packs. Benutzt du ab jetzt dein Rumble Pack, reagiert es auf naheliegende Geheimnisse. Das ist echt nett von dir. So, und du bist die Letzte jetzt noch, ne? Mehr gibt es nicht mehr. Und die brauchen wir dann mal gleich schlappe 100. So, haben wir das auch mal erledigt. Gleich mal wieder zwischenspeichern, damit das nicht verloren geht, wenn ich wieder irgendeinen Unsinn mache, was dauernd passiert. Das machen Füchse so. So. Ach, schöne Musik. Du, 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 du. Gut, gehen wir weiter. Wir müssen uns jetzt aufmachen zum Gerudo-Gedöns. Da gehen wir mal wieder zu Fuß und da kann man bestimmt kann man abkürzen. Ich glaube nicht, nö. Da reiten wir jetzt ganz entspannt mal mit Epona hin. Man muss ja mal wieder nach diesem ganzen Stress in den Tempel, muss man sich ja mal wieder ein bisschen entspannen. Kleiner Ausritt, ne? Haben wir uns auch mal wieder verdient. So hier. Aufgeidert. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, und drain. Go! Ich find's immer noch süß, dass man so Karotten als Power-Anzeige hat. Süß. Go! Und auf den Po klatschen. Zack, hier, einen drauf. Und noch eine. Oh, scheiße, was hab ich jetzt gemacht? Fuck. Oh, geil, das ist ja perfekt. Ah! Ah! Ja, da hab ich dich, wa? Oh, stopp! Ah! Halt mal an! Wo ist das denn jetzt? Ah! Da ist es! Ah, oh, sieht normal aus. Ich glaube, nichts Besonderes. Nee, wie sagt er auch was zu? Nee, macht sie nicht. Wir sammeln es einfach mal in einer Flasche ein. Ja, dann kann ich euch das ja doch mal zeigen. Also man muss nämlich jetzt hier auf verschiedenen Landstrichen diese Geisterchen einsammeln. Ach, ich will wieder ablenken lassen jetzt. Egal. Zack! Zack! Okay. Du hast ein... Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Ja. Du hast einen Nachtschwärmer gefangen. Verkaufe ihn im Gespenstermarkt zu einem ordentlichen Preis. So. Wir müssen nämlich jetzt Nachtschwärmer fangen. Und wenn wir genug Nachtschwärmer gefangen haben, bekommen wir als Belohnung die letzte uns noch fehlende Flasche. Das Problem dabei ist, man kann diese Nachtschwärmer auch aus Versehen trinken und dann sind die für immer weg. Und dann kann man die Flasche auch niemals kriegen. Und insgesamt macht das auch alles überhaupt gar keinen Spaß, deswegen mache ich es nie. Wir werden es auch nicht machen, aber ich zeige es jetzt wenigstens einmal. Kann man sehen, wie das funktioniert. Für all diejenigen, die das Spiel tatsächlich noch nicht gespielt haben, dann sehen die das auch mal. Da gehen wir nämlich jetzt für rein. Den Nachtschwärmer-Typ habt ihr noch gar nicht gesehen, der ist ganz witzig, so eine leicht gruselige Gestalt. Könnt ihr den auch mal sehen. Das ist hier drin, wo früher die ganzen... Da sitzt er. Guten Tag. Oh, du bist ja ein agiler junger Mann. Und du bist auch ganz ansehnlich. Und mutig. Du heißt Fuchsi, nicht wahr? Oh, schau dich so, ich kann Gedanken lesen. Warum ich rede wie ein Friese? Das liegt daran, weil der Typ, der mich gerade spricht, aus Friesland kommt, nicht? Wenn ich so gut aussehe wie du, da kann ich mein Geld auf andere Weise verdienen, nicht? Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt, nicht? Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer. Sie tragen alle Hass, allen Hass der Welt und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Ja gut, da habe ich hier was für dich, ne? Hier, guck mal da. Au, was haust du mich, Mann? Es sieht ganz so aus, als würde dieser Gegenstand hier nicht benötigt. Das glaube ich nicht. Da. Wupp, guck mal. Oh, du bringst mir etwas. Nun, erstaunlich, das ist ja ein Nachtschwärmer. Dafür bekommst du 50 Rubine.
Obendrein hast du nun 100 Punkte auf dem Nachtschwärmerkonto gut. Hast du 1000 Punkte gesammelt, dann wartet eine geniale Belohnung. Das ja. Ja. Man sieht sich, ne? Ich mach mal hier gerade noch deine ganzen Sachen kaputt. Dann hau ich auch ab. So. Immer diese Friesen, das ist ganz normal hier. Man gewöhnt sich dran. So, du kriegst auch noch einen rauf. Zack. Sau gut. Tschüss. Muss die Welt reingehen. Ja, das machen wir jetzt auch. So, kurzer Abstecher, der ist jetzt auch wieder rum. Wir gehen weiter. Na komm, Ladi, wo ist mein Pferd? Epona, wo bist du? Bist du neblig? Och nee, ne? Ich kann sie hören. Ich kann sie nicht sehen. Da ist sie. Wo ist sie? Sie weg. Da ist sie wieder. Komm, lass mal wieder schmusen. Schmusi, schmus. Komm her, du. Ja, freust du dich schon? Oh, scheiße. Schnell ist dunkel. Die bösen, bösen, fiesen Möppelmonster kommen. Da habe ich immer keine Böcker drauf. So, und go. Reite los, mein kleiner Schatten. Sonst muss ich ja den Arsch abhacken. Irgendwie so. Das ist mein Motivationssong. Für Epona. Oh, irgendjemand ICQ't mich da an. Ja, den muss jetzt noch warten, bis die Folge rum ist. Wie lange ist denn noch? 7 Minuten haben wir noch. Da geht noch was. So. Ich hoffe, die dumme Sau ignoriert uns jetzt. Die scheint auch nicht mehr da zu sein. Oh, der Baum ist auch ganz weg. Wunderbar. Diese Eule ging den Leuten wohl so sehr auf den Sack, dass die all ihre Lebensräume vernichtet haben. Ich kann auf einmal das nachvollziehen, wenn Menschen den Urwald abholzen. Wenn da solche Eulen drin wohnen, dann wundert mich das nicht. So. Da können wir noch ein Herzteil holen, fällt mir gerade so ein. Sau gut. Wow. Man könnte jetzt hier mit Enderhaken rüber, aber da wir ja Epona haben, können wir natürlich auch das hier machen. Und das ist viel epischer. Yeah! So, aber jetzt steigen wir mal ab. Den Rest erledigen wir zu Fuß. So, du lachendes Mondgesicht, was war bei dir nochmal los? Hey du! Wenn du schon in die Festung gehst, kannst du herausfinden, was meine Jungs dort tun? Klar, Junge. Was ist eigentlich hier drin? Sein Harem oder was ist das hier? Oh, ist sein Harem. Ist dement. Oh, was bist du denn hier? Was machst du denn hier? Ich bin reisender Rennläufer. Ich habe das ganze Land bereist, um jemanden mit echtem Sportsgeist zu finden. Ich bin hierher gekommen, um durch die Gespensterwüste zu laufen. Aber das war, glaube ich, kein guter Zeitpunkt. Ich wollte zur Hylianischen Steppe zurück, aber die Brücke ist... Naja, siehst du ja, selbst. Jetzt sitze ich hier fest. Ich kann da ja auch deine Herausforderungen leider noch nicht annehmen. Dass die hier alle so bekloppt lachen, ey. Tschüss! Die haben hier wohl so eine Quelle an Drogenpilzen, von der ich noch nichts weiß. Aber egal. So, Epona, ich lasse dich mal hier, weil das wird jetzt gefährlich da hinten und ich möchte dich nie in Gefahr bringen. Ich gehe mal alleine zu dem... Oh, 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 oh. Was muss mein süßes Ohr denn da hören? Da ist es! Du kleine Sau, du! Au, au, au. Wir müssen sowieso uns mal hier ein bisschen umgucken. Also wir packen mal nach unten, packen wir mal hier gerade den und den Hammer noch da und dann ist das schon gut. Erstmal holen wir uns hier die Skulptula. Nein! Das ist eine Scheiße. Jetzt ist Tag, jetzt ist sie weg. Egal, kann ich hier hauen? Tatsächlich. Bots! Bots! Jetzt läuft wenigstens wieder die coole Musik. Oh, ich habe eine Truhe zum Vorschein gebracht. Nevi, was willst du denn? In der Wüste wurde Ganondorf, der Großmeister des Bösen, geboren. Vielleicht finden wir dort etwas. Ja, Sand werden wir da auf jeden Fall finden. Jede Menge Sand, ne? Oh, kleines, nerviges Vieh. Wow, 50 Rubine. Da kriegen wir gleich einen Überlauf der Variable. Mhm. Mhm. So, jetzt habe ich alle Steine kaputt gekloppt. Hauen wir mal ab. Oh, sieht doch viel besser aus am Tag. Ne, da ist noch einer. Den hauen wir auch noch kaputt. Man weiß ja nie, was sich unter den Steinen verbirgt.
nichts ausgezeichnet. Dann mal los. Die freuen sich bestimmt, wenn da so ein Irrer mit so einem Hammer angerannt kommt. Hallo! Oh, Moment, wir müssen... Nee, wir wechseln nicht. Wir bleiben blau. Oder doch? Machen wir rot? Nee, wir gehen jetzt in die Wüste. Wir müssen uns schon optisch passend kleiden. Wir sind jetzt wieder rot. Ein bisschen farbliche Abwechslung in unseren Kleidungsstil bringen. Düdelü, 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 düdelü. Ah, ist ja gut. Da sind wir. Gerudo-Festung. Ich hasse diesen Ort. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn so doll. Ist aber nicht schlimm. Oh, guck mal, wie sandig das hier aussieht. Sieht schön aus. Nur hier die Texturen könnten noch ein bisschen hoch aufgelöster sein. Naja, naja. Kann ich alles haben. Guten Tag, ich wollte hier mal durch, ne? Mal sehen. Also das Türchen sieht schon mal noch zu aus. Das ist halt der Grund, warum wir durch diese Festung sind. Also es gibt Möglichkeiten, sich hier durchzubacken. Das sage ich jetzt mal gleich. Man kann sich hier so durchexploiten. Da braucht man das nicht mal. Aber das ist ja... Wow, halt, bleib wo du bist. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das ja normal spielen hier. Deswegen landen wir jetzt nämlich auch... Bam! Im Gefängnis. Ist ein bisschen wie bei Monopoly. Nur, dass wir nicht über Los oder sowas gegangen sind. Weichei! Hinein mit dir und halt die Klappe! Okay. Ihr habt die Dame gehört. Das war's mit unserem Legend of Zelda Let's Play. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Leider geht's jetzt nicht mehr weiter. Na gut, okay, gelogen. Wir wären ja nicht Link, wenn wir nicht uns was einfallen lassen würden. Wir hauen nämlich jetzt über den Balcony ab. So, jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie das hier funktionierte. Unsere Aufgabe ist es nämlich jetzt, in diesem wunderbaren Ort, die Zimmermeister zu befreien. Und die sind hier gefangen. Es sind 4 Stück. Sie tragen alle die Namen der Beatles. Ganz witzig eigentlich. So, jetzt müssen wir hier mal diese nette Dame ausschalten. Man bringt hier niemanden um. Man schaltet nur aus. Nur, dass ihr es wisst. Also hier wird niemand umgebracht. Ach, scheiße. Ich habe auch so viele Pfeile über, ey. Batz! Die kann da hinten bleiben. Ah! So, wir müssen... Das weiß ich noch gleich. Unten links die erste. Hier. Das weiß ich noch. Okay, Diebesversteck. Aua. Hey, Kleiner! Dich meine ich! Schau hierher! In die Zelle! Hä? Bist du da? Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an den Wachen vorbeitraust. Junge, das sind hier alles Frauen! Meine anderen Kumpel sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte, alle! Aber sei vorsichtig! Hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen! Pass auf! Jetzt geht's los, jetzt kommt hier nämlich so eine. Wow. Die sind ganz schön übel, das weiß ich noch. Aber ich habe jetzt dieses lange Schwert, damit sollte das überhaupt kein Problem sein. Oh, ihr Schwert sieht aber kaputt aus. Oh, von hinten! Das ist mies, das ist mies, hast du das gesehen? Na komm, Batz, ihr kriegt einen rauf, ihr du. Wupp, 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 wupp. So, wild um sich schlagen hilft immer. So, die Frau ist kaputt und hat hier so einen Schlüssel fallen lassen. Ein kleiner Schlüssel eröffnet eine verschlossene Tür. Du kannst ihn nur in diesem Labyrinth einsetzen. Wir Experten sagen auch Labyrinth, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Bam! Hier gibt's noch ein bisschen Geld. Schön. Was ist das denn da oben? Ist ja eklig. Wie bin ich denn hier gelandet? Komm, ich befreie dich mal. Freust du dich? Jetzt? Yes. Muss ich jetzt nur mit dir reden, oder was? Bist du hier, um mich zu retten? Nein, ich bin hier, um... Oh, ich sag lieber nicht. Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. Wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen. Aber dann haben sie uns eingesperrt, weil wir Männer sind und keine Brüste haben. Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. 3 meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Befreie sie bitte. Jo. Nom nom. Wird gemacht, Junge. Wird gemacht. So, mein Telefon sagt, der Part ist rum. Trotzdem werden wir gerade noch eine letzte Sache machen. Nämlich, die nächsten 2 kriegen wir am besten wieder vom Gefängnis aus. Das heißt, wir lassen uns wieder festnehmen. Und da hört der Part dann auch auf. Trifft sie ganz gut, ich muss immer noch pinkeln. Guten Tag, nehme ich mal einer fest hier. Ja, danke. Oh, scheiße. Mach doch die Hände hoch. Oh Gott. Würde ich auch machen. So. Okay, dann danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns, ja, dann glaube ich, wenn ihr Bock habt, wieder beim nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und
Bis gleich, euer Blaufuchs.